Ja, grundsätzlich richtig gut in die Partie gekommen. Start nach Maß, da mit dem Tor vom Risti, was er ins Lange einschiebt. Danach haben wir gemerkt, okay, wir kriegen nicht so ganz den Zugriff, den wir uns erwünscht haben. Haben dann aber das selber im Spiel korrigiert, ein bisschen mehr Zugriff dementsprechend auch gekriegt. Haben dann auch ein besseres Gefühl gekriegt bis in die Halbzeit rein. Nach der Halbzeit kriegen wir dann schnell das Tor aus dem Eckball. Trotzdem haben unsere Umschaltsituationen, spielen vielleicht den letzten Pass einfach nicht gut genug aus, um dann schon vorher es 2-0 zu machen oder wieder mit 2-1 in Führung zu gehen. Und dann ist es leider bitter, dass es noch einmal ein Standard ist, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin. Ich denke, einfach hinten dann nicht gut genug durchschieben, nicht gut genug durchverteidigen. Und hinten raus ist es dann schwierig. Da gehen dann die Fans extrem mit. Die kriegen noch einmal die zweite, dritte Luft. Wir haben alles probiert, wir haben alles reingehaut. Heute hat es einfach nicht sein sollen. Und ja, jetzt regenerieren und das nächste Spiel wieder schauen, dass wir Dreier holen. Ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Im Steyr ist es immer schwierig zum Gewinnen und wir haben sie gut eingestellt, haben es auch probiert mit vielen langen Bälle. Ist uns auch sehr gut gelungen, sind dann auch einzeln in Führung gegangen. Haben dann noch ein, zweimal, glaube ich, die Möglichkeit zum 2-0. Und zweite Halbzeit, finde ich, sind wir auch wieder nicht schlecht reingekommen. Ja, und finde auch, die Gegner haben auch keine zwingende Torchance gehabt und ja, leider kassieren wir halt zwei Standardtore. Es ist halt ziemlich bitter, dass man halt dann so eine Partie hergibt. Und ja, wir wollten die Wochen mit einem Sieg abschließen. Ist uns leider nicht gelungen. Und ja, nächste Woche heißt es wieder Vollgas geben. Ja, Klaas war mega enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich glaube, das hat man der Mannschaft auch angemerkt, dass wir hier unbedingt gewinnen wollten. Und wir haben sehr, sehr viel investiert. Obwohl wir die Mannschaft war, die jetzt innerhalb von 7 Tagen ihr drittes Spiel absolviert hat. Steyr muss den Pokal nicht spielen. Das hat man, glaube ich, wenn man objektiv von draußen drauf schaut, nicht gesehen. Weil wir angerannt sind, weil wir aus dem Spiel heraus uns tolle Torchancen erspielt haben. Zum Fußball gehören aber auch Standardsituationen und da war der Gegner dann einfach heute effektiver als wir, beziehungsweise machen wir eins ja sogar selber. Das tut mir für die Jungs wahnsinnig leid, dass wir uns nicht belohnen konnten für den Aufwand. Vielleicht war es dann am Ende doch ein bisschen Müdigkeit, vielleicht auch im Kopf, so in den letzten Situationen, der letzte Pass oder die letzte Position, die dann bei der Hereingabe gefehlt hat, wo dann die Grätsche in den Ball zu spät kam oder der Abschluss dann zu unpräzise war. Aber wie gesagt, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben sehr, sehr viel investiert und alles probiert, hier zu gewinnen oder am Ende auch noch den Ausgleich zu machen. Es sollte nicht sein, aber ich glaube, wir können erhobenen Hauptes hier nach Hause fahren und dass wir aus den 3 Spielen 2 Siege geholt haben, ist trotzdem, denke ich, aller Ehren wert, auch mit Blick auf unsere Personaldecke, weil jetzt wirklich Spieler dabei waren, die alle 3 Spiele durchspielen mussten. Und ist trotzdem teuer erkauft mit der Verletzung vom Risti. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres bei rauskommt, weil sonst verschlimmert das unsere Situation natürlich.